Das aber entscheidet nicht die Armee, das entscheiden die Menschen. Für uns in Kairo, unser Korrespondent Stefan Hallmann, schildern Sie uns. In diesen Minuten soll es eine Mitteilung geben über das Staatsfernsehen. Gibt es da schon was Neues? Ja, gerade ist der de facto Präsident oder der bisherige Vizepräsident Suleiman vor die Öffentlichkeit getreten und hat offiziell den Rücktritt von Präsident Mubarak verkündet. Hinter mir hören Sie vielleicht das Hubkonzert, die Reaktion darauf. Nach den Worten von Vizepräsident Suleiman hat Präsident Mubarak die Staatsmacht in die Hände des Militärs gelegt. Das ist eine erstaunliche Entwicklung für heute. Nach der gestrigen Rede hätte damit niemand gerechnet. Also wir können festhalten, Mubarak, das ist offiziell, ist zurückgetreten. Mubarak ist jetzt auch offiziell zurückgetreten als Präsident. Und offenbar legt er die Staatsgeschäfte in die Hände des Militärs. Ich nehme an, des obersten Militärrates, der schon gestern merkwürdigerweise im Fernsehen aufgetreten ist und zum Volk gesprochen hat. Das ist jetzt die Erklärung dafür, warum die Militärs so vorgeprescht sind. Sie hören das und wir hören das auch, selbst bis hier in unsere Zentrale durch diese Live-Bilder. Wie reagieren die Menschen und vor allem, was bedeutet das jetzt? Man wollte immer dieses Ziel erreichen, jetzt hat man es, aber da stellt sich schnell die Frage, und nun? Ja, das ist die Frage, was daraus passiert, aber das ist ein ganz wichtiges Ventil, weil das ist ein symbolischer Erfolg, den die Demokratiebewegung verbissen verfolgt hat. Den haben sie sich nicht nehmen lassen. Wenn man ehrlich ist, macht es keinen großen Unterschied mehr, ob Herr Mubarak oder Herr Suleiman an der Macht ist. Aber das ging um die Symbolik. Und die Militärs haben offenbar klein beigegeben, die Gefahr, dass das Land in bürgerkriegsähnlichen Wirren oder großen Streik, Generalstreiks versinkt und auch das Militär dabei beschädigt wird, war offenbar zu groß. Stefan Hallmann, wir bleiben noch natürlich bei diesem Thema, weil es jetzt gerade in diesem Moment passiert, wo die ganze Welt jetzt schon seit Wochen draufschaut und sehen auch immer wieder Live-Bilder eingeschleift. Deswegen nochmal die Frage an Sie, der Sie jetzt seit Tagen und Wochen auch dort vor Ort sind. Was bedeutet das jetzt für die Menschen? Was kommt da jetzt Ihrer Meinung nach? Das ist schwer zu sagen, weil die Militärs, denen man jetzt natürlich den Übergang, die Entwicklung hin zu einer friedlichen Demokratie anvertraut, sind alles andere bisher gewesen als Garanten dieser Demokratie. Auf der anderen Seite ist das ein historischer Moment, der Geschichte schreibt. Hier hat eine bunt gemischte, breite Bewegung, die erst vor ein paar Wochen an das Licht der Öffentlichkeit getreten ist, einen der mächtigsten Herrscher im Nahen Osten vom Thron gestoßen.